Hi und willkommen zu einem kleinen FAQ-Video oder so. Wir haben uns überlegt, wir fragen mal bei Instagram, was ihr so fragen wollt. Und wir haben ein paar Fragen bekommen und darauf gehen wir jetzt einfach ein. Weil vielleicht sind das ja Sachen, die euch interessieren. Ihr schreibt ja auch manchmal Kommentare drunter mit Sachen, wo ich aber nicht in den Kommentaren unbedingt so antworten will oder möchte so lange Sachen schreiben. Ich schreibe eh nicht so gerne. Fangen wir an mit der Alina. Alina hat geschrieben, was war das Kurioseste, was euch bei einer Tour passiert ist? Und das fängt der Mario an, weil... Ich fand das mit dem Huhn. Mit dem Huhn? Das habe ich auch als erstes im Kopf gehabt. Das war das Kurioseste. Ich habe mich auch zu Tode erschreckt. Alter, komm rein, Alter. Scheiße. Das war echt heftig gewesen. Ich hoffe, ihr habt mal so alle gesehen. Das war echt. Ja, wo war das Rebhuhn oder was das war? Oder war das Fasan? Oder? Ja, irgendwie so ein Fasan. Auf jeden Fall. Das war das Heftigste. Ja, das war das Video Luxushotel. Luxushotel. Asylanten-Luxushotel. Asylanten-Luxushotel oder so. Oder der reichen Politiker. Irgendwie sowas. Ich glaube, das war das der reichen Politiker. Könnt ihr ja mal gucken, da retten wir einen Fasan das Leben. Das war echt und das war echt kurios, weil das war ein Riesenvieh, hat uns zu Tode erschreckt. Auch von Alina, habt ihr vor, im Ausland Touren zu machen? Ja, was heißt Ausland? So Holland, Belgien. Holland, Belgien. Türkei. Ja, Dubai dachte ich auch. So. Dubai, ja. Nee, also Holland, Belgien sind auf jeden Fall... sind noch viele Sachen. Ist auch nicht weit. Kommt. Also eineinhalb Stunden. Die Britta fragt, was habt ihr für kommende Touren geplant? Eigentlich haben wir gar nichts geplant. Das ist alles sehr spontan. Ist ja so. Ja, ja, also die Locations... da kommt die nächste Frage zu, dann sagen wir das. Also es ist immer sehr spontan. Der Mario ist dafür zuständig, die Sachen rauszusuchen. Genau. Also ich habe gar keine Ahnung. Ne, kann deswegen, sein, dass ich irgendwas finde und sage direkt, wir fahren morgen dahin. So. Deswegen bringt es auch nichts, mich immer zu nerven bei Instagram oder sonst irgendwo, ob ich Locations habe oder so, weil da kümmere ich mich halt nicht drum, da weiß ich auch nichts. Könnte in Zukunft den Mario nerven. du hast mal erzählt, dass ihr mal in einem Lost Place übernachten wollt. Macht ihr das? Ja, es war das, ne? Dieses Jahr? Ich habe 3 Wochen Urlaub, ich habe meinen Urlaub dann geschickt. Ich muss nur gucken, dass dann auch Urlaub hast. Sehr gut. Also, ja, also 2-3 Tage kann ich mir frei nehmen, ohne Probleme ein Stück. Mhm. So, das ist Quatsch. Was war euer bester LP, schreibt der Manuel. Ja, für mich war es die Villa. Ja, für mich auch. Die Villa war schon... Es waren viele tolle Sachen, aber die Villa war... Also das Lost, vom Lost Place her, die Villa. Heute sind wir in Düsseldorf unterwegs. In einer millionenschweren Villa. Vom Tag her unsere erste Lost Place Tour. Mit dem Schnee. Das war ja die goldene Sonne in diesem Schwimmbad, wo wir waren. Danach waren wir noch in einem Puff und in... Danach waren wir noch in einem Puff. Genau, ja, war auch schön. Danach war so heiß, der ist dann abgebrannt. Ja, waren wir noch in einem Puff. Kann man sogar die Adresse sagen, weil der ist abgebrannt. Ich hatte es nicht im Kopf, das war Wuppertal. Wuppertal. Ja. Daneben ist noch eine Schönheitsklinik. Girls for You. Girls for You hieß der? Ja, ich kenne mich aus. Ja. Also der ist leider eine Woche, nachdem wir da drin waren, abgebrannt. Das war ziemlich heftig. Goldene Sonne hat es übrigens auch gebrannt, nachdem wir da waren, aber da brennt es andauernd. Ja. So, gibt es einen LP, den ihr besucht habt und den es heute nicht mehr gibt oder nicht mehr? Oh. Ich rufe dich gleich zurück. Wir hatten wir gerade mit dem LP. Ja, ja. Schon, ja, also ich hatte zumindest einen. Den gibt es komplett gar nicht mehr. Also den Girls for You gibt es ja noch. Ja. Aber ich habe einen, den gibt es
Gar nicht mehr. Ja, die Dingsfabrik da, ne? Die, mein erster Lost Place, wo ich mit der Jakita war. Fuck. Ah, Alter! Diese Schweinefabrik da, oder? Ja, dieser Zerlegebetrieb. Ja. Also der steht gar nicht mehr, dafür habe ich ja damals eine Anzeige kassiert. Ja, toll, weil es ist eine Anzeige für ein Ding, was es jetzt noch nicht mal mehr gibt. Das ja, das war auf jeden Fall. Ja, den gibt's nicht mehr. So, wo findet ihr die Locations? Bei Geocaching oder wo? Muss ich das beantworten? Nee, du musst gar nichts. Kannst ja, weiß ich nicht. Ja, man hat die Frage Kontakte. Geht an dich mehr, ne? Ja, man hat halt mehrere Kontakte in mehreren Gruppen. Ist ja so, da werden die preisgegeben. Man tauscht die praktisch. Ja, und es ist nicht so leicht, in diese Gruppen zu kommen. Das stimmt. Das wird das ja jeder machen können. Ja. Aber ich denke, dass eigentlich so ziemlich jeder YouTuber auf jeden Fall jemanden hat, so wie dich. Ja, definitiv. Ja, also, oder selber sich. Ich glaube nicht, dass die groß Zeit haben. Also die, ich meine jetzt die richtigen YouTuber, ne? die nicht hier so. Die davon leben, meinst du? Ja, 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 also die haben auf jeden Fall alle ihre Leute, die dann suchen. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass so ein It's Marvin oder was, der da in so Gruppen sich rumtingelt. Ne, der ist in anderen Gruppen. In den jungen Gruppen. Ja, nächste Frage. Was war das Krasseste, was ihr in euren LPs bisher gesehen oder gefunden habt? Das ist alles krass, ich weiß nicht. Also für mich war das Krasseste jetzt vor kurzem. Da haben wir kein Video gemacht, da haben wir einfach so, hat er mich besucht auf der Arbeit und dann sind wir da hingegangen. Das war in der Zeitung. Ich guck mal, ob ich den Zeitungsbericht finde. Das war wirklich. Das war das Schlimmste. Die hätten fragen müssen, was das Schlimmste war. Definitiv. Das war so ganz anders. Du so, hallo. Da sind wir in ein Lost Place gegangen, was in der Zeitung stand. Aber spontan, war ja nicht geplant. Das war ganz spontan. Zeitungsbericht habe ich nicht mehr auf dem Handy, aber ich habe ein Bild von der Location. Die hier. Das ist halt bei mir direkt um die Ecke bei der Arbeit. Und da sind wir hin, das ist eine alte Kanzlei. Da stand auch eine alte, was für ein? Lambretta. Und ich bin ja auch Vespa-Fan und so und ich wollte auf jeden Fall sehen. Und dann sind wir da rein, auf die obere Etage. Die Türen waren zu, Mario so, aufmachen, Polizei! Und dann sind wir weitergegangen, weil wir dachten, ja gut, ne, wir treten ja auch keine Türen ein oder so. Wenn was zu ist, ist was zu, ne? Dann gehen wir halt weiter. So ist das ja bei uns. Dann sind wir weitergegangen und dann waren wir in einem Raum, alles zugeschissen und so. Und dann sind wir wieder zurück, wollten dann auch schon wieder weiter. Und auf einmal geht neben mir die Tür auf. Und dann steht da ein nackter, ja, Penner, Junkie oder so. Ich habe mich zu Tode erschreckt, habe den Mario nur noch geschubst und wir mussten fluchtartig runter in den Keller, um wieder rauszukommen. Wir sind aber an der Kellertreppe vorbeigerannt und mussten dann wieder zurück. Das war heftig, ja. Da hatte ich ein bisschen Schiss. So, dann habe ich noch eine Sache, weil die oft unter meinem Video, also das waren jetzt die Fragen, die bisher kamen, sind leider weniger gewesen, als ich dachte. Ich hatte wirklich mit mehr gehofft, dass bei Instagram da Leute. Vielleicht kommen da noch welche, dann tun wir das nachtragen vielleicht nochmal, weil die Storys sehen ja immer so an die 200 Leute. Das dauert aber noch. Gut, voll viele Fragen immer, warum ich die Adressen nicht verpixel oder sonst was. Und warum? Erzähl. Ja, du bist ja auch so, du, oder? Also eigentlich ist du hast ja mal so gesagt, damit anderen Leuten auch die Chance haben, auch sowas zu finden, einfacher. Ja, es juckt halt nicht. Die Leute, die glaube ich, Blödsinn machen, die sind selbst zu doof, diese Sachen zu finden, die ich hinterlasse. Ich tue ja zum Beispiel Briefe durchblättern, sodass man die Adresse sieht. Ich tue eine Visitenkarte hochhalten kurz, wo man die Adresse sieht. Ich sag, wir sind in Düsseldorf. Ich sag, wir sind auf dem RWE-Gelände Düsseldorf. RWE. Und man weiß, dass der Rhein direkt daneben ist. So, diese drei Punkte, wenn man dann bei Google Maps mal guckt, findet man direkt.
Und trotzdem schreiben mich Idioten an, kannst du mir bitte die Adresse sagen, ich komme aus Düsseldorf. Und dann denke ich mir, nein. Oder wo Leute schon die Adresse in den Kommentar geschrieben haben, dass sie sich gar nicht die Mühe machen, durchzulesen. Die Kommentare. Sich trotzdem fragen. Die lesen noch nicht mal die Kommentare, da steht die Adresse auch teilweise drin, also die lösche ich auch nicht. Auch lustig sind die Leute, die denken, ich habe das aus Versehen gemacht und dann ganz cool reinschreiben in die Kommentare. Mit der Minute. Danke für die Adresse. Und bei 3 Minuten 35 sieht man die Adresse. Ja, danke schön. Habe ich ja nicht gewusst. Also ich lasse es einfach drin, damit Leute auch die Möglichkeit haben, da zu gucken. Und wir haben das einmal nicht gemacht bei einer Location, die wirklich unberührt war. Das werden wir auch wieder machen, wenn es Locations sind, die unberührt sind. Aber Adressen, die eh wie ein Lauffeuer durch die Gruppen gehen, da ist es auch scheißegal, ob das man in meinem Video sieht. Ne? Also so die ganzen Adressen, die wir so haben. Wisst ihr aber, weißt du was noch? Es wurde noch gefragt, ob wir so mal was ganz Krasses oder so gefunden haben. Da kommt noch bald irgendwann noch ein Video zu. Du weißt, was ich meine. Wir haben ja noch mal was echt Heftiges gefunden. Und da habe ich Videomaterial? Ja. Das ist so ein bisschen auf Eis gelegt, oder noch so ein Laken. Ach so. Das ist auch, glaube ich. Du kannst ja ruhig offen drüber reden. Also wir haben eine Location, die war kurzzeitig online. Ja. Wirklich ganz kurz. Ein paar Tage nur, ne? Ich weiß es nicht. Einen Tag meine ich nur. Ja, die habe ich wieder offline genommen, weil die Location teilweise nicht lost ist. Und ich will es erst verjähren lassen. Das mache ich öfter mit Videos. Dass die Videos so verjährt sind, dann lade ich sie neu hoch, dass ich keine Anzeige wegen Hausfriedensbruch bekommen kann. Denn nach 2 Jahren ist das Ganze gegessen und dann kräht da kein Hahn mehr nach. Das dauert jetzt noch ein halbes Jahr ungefähr. Ist nicht mehr so lang. Aber hier wird gut. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool, weil das ist kurios. Das ist mega kurios. Was ist da alles für Eindrücke gab und Sachen? Deswegen, also es gibt tatsächlich hier und da Videos, die ich wieder offline genommen habe, weil die einfach zu heikel waren. Mhm. Ne? Und die lade ich dann hoch, wenn ich weiß, jetzt kann die Polizei mir eh nichts mehr. Ne? Das muss man so sagen. Ne? Mittlerweile 3 Anzeigen. Da muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein, sonst irgendwann kommt dann mal die dicke Geldstrafe. Und das wollen wir ja alle nicht, oder? Richtig, machen wir die halbe von daher. Ja, das klar. Mitgehangen, mitgefangen. So. Das war's auf jeden Fall. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, könnt ihr auch Fragen unter dieses Video stellen. Würde ich mich freuen, wenn da ein paar Fragen zusammenkommen. Wir sind raus. Ja. Und seid gespannt. Wir haben heute auch schönes Material gesammelt. Bis dann.